Märkte dieser Woche in einem Freudentaumel und die Indizes schießen weltweit nach oben. Frage, bleibt es so oder ist das nur ein Strohfeuer? Ich möchte dir sagen, was diese Woche passiert ist und wir beleuchten auch den Ausblick auf die Zukunft. Let's go! Ja, also willkommen erstmal zu dem Wochenrückblick. Du siehst es, ungewohnter Hintergrund. Ich halte mich für einige Wochen in Spanien auf, leider nicht im Urlaub, sondern im Arbeitslager. Aber das soll dem Ganzen keinen Abbruch tun. Ich bin natürlich trotzdem für euch am Ball. Entschuldigung aber dafür, wenn die Bild- oder die Tonqualität nicht ganz so gut ist und natürlich auch die Technik dann eventuell mal ein bisschen hakt. Aber ich versuche das mein Möglichstes, damit ihr trotzdem von mir informiert bleibt. Legen wir direkt los und ich werde mal meinen Bildschirm mit dir teilen. Und dann können wir nämlich direkt mal schauen, was denn in dieser Woche überhaupt so alles passiert ist. Das sind die Termine, die in dieser Woche irgendwie relevant waren. Deutschland können wir dabei relativ schnell abhaken, in Anführungsstrichen. Der Geschäftsklimaindex wieder etwas angestiegen. Die Wirtschaft scheint jetzt so langsam, aber sicher etwas optimistischer zu werden oder eigentlich muss man ja sagen, nicht mehr ganz so pessimistisch. Das ist natürlich ganz okay. Verbraucherpreisindex, ja, etwas höher gewesen als erwartet und stabil im Vergleich zum Vormonat. Auch das jetzt nicht sensationell bisher. Und dann kam natürlich am Freitag der Hammerveränderung der Arbeitslosigkeit 16.000, ja, prognostiziert waren 3.000, das ist natürlich, ja, des Wahnsinns, fette Leute, also das ist schon richtig, richtig hart gewesen. Aber da kommen wir dann nochmal zu. In den USA auch wieder Verbrauchervertrauen März, die 104 Punkte, die du, jetzt muss ich mal gerade gucken, Moment, meine Maus, wo haben wir sie denn? Da ist sie. Huch, da habe ich mich schon verklickt. So, also hier das Verbrauchervertrauen, 104 Punkte, deutlich höher als erwartet. Anscheinend denken die Verbraucher in den USA so langsam, ah, das mit der Krise, das ist ja mittlerweile alles vorbei und Inflation wird auch schon zurückkommen. Das scrolle ich mal sozusagen ein bisschen vor, haben wir dann auch gesehen, immer noch sehr, sehr gute Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, bisschen mehr als erwartet, aber immer noch super niedrig, muss man echt so sagen, ist klasse. Ja, Bruttoinlandsprodukt etwas zurückhaltend, nur in Anführungsstrichen 2,6% Wachstum, 2,7% war erwartet und ihr seht vor allen Dingen 3,2% hatten wir im Quartal davor, aber das ist ja egal, das ist ja Quartal 4, das ist ja letztes Jahr, das scheint die Verbraucher auch nicht so unglaublich beeinträchtigt zu haben. Ja, und dann kam natürlich dann am Freitag die Kernratepreisindex Februar. Jetzt kann man sagen, ja, ist ja Februar, ist ja alles auch schon vorbei, aber wenn die Kernrate sinkt, und zwar 0,2 Punkte im Vergleich zum Vormonat, dann ist das schon, das ist mal eine Ansage, die, ja, die auf jeden Fall sehr, sehr spannend ist. Wir können also festhalten, die Inflation ist etwas zurückgekommen im positiven Sinne oder ist gegangen, müsste man eigentlich sagen. Ja, der Preisindex steigt wieder weniger. Und das ist natürlich erstmal ein richtig gutes Signal. Wenn wir jetzt es noch schaffen, dass die Bruttoinlandsprodukte nicht weiter sinken, sondern dass wir steigen, dann hätten wir natürlich ein super Soft Landing, wie es ja vorhergesagt war. Ich muss euch aber sagen, dass die meisten Analysten trotzdem noch von einer Rezession im zweiten Quartal ausgehen. Einige sagen sogar, wir sind schon drin. Ja, wir merken es nur noch gar nicht, weil wir ja die Zahlen noch nicht vorliegen haben. Aber einige sagen, könnte durchaus sein, dass da ein bisschen was ist. Und ja, Bruttoinlandsprodukt echt immer sehr schwierig, weil ihr seht es vom letzten Jahr, das Bruttoinlandsprodukt im letzten Quartal 2022 und wir haben jetzt ja heute April. Das ist natürlich immer ein bisschen unglücklich, wenn man so lange darauf warten muss.
Ja, dann schauen wir uns doch mal die Indizes an, und wir sehen in dieser Woche, ich bin jetzt hier im Tageschart und dann siehst du hier in dieser Woche, ja, wir sind ausgehend von hier nach oben gelaufen. Wir haben jetzt diese untere Range, die wir ja seit Februar hatten, wo es immer weiter nach unten ging, haben wir verlassen und sind ja kräftig gestiegen. In dieser Woche plus 3,5%. Im Nasdaq genau das gleiche Bild, auch plus 3,5%. Ja, 2 Tage ging es nach unten und ab da dann steil bergauf. Und auch der Dow Jones, der ja in der letzten Woche, ja, ich sag mal, im Vergleich zu den anderen Indizes ein bisschen geschwächelt hatte, ja, auch der hat einen kräftigen Anstieg hinter sich. Vielleicht nicht ganz so hoch wie die anderen Werte, was auch wieder ganz normal ist. Interessant fand ich tatsächlich, die letzten Wochen führte Big Tech ja so ein bisschen das ganze Bild an und hat so die Indizes ein bisschen nach oben gezogen. Das war in dieser Woche zwar auch der Fall, aber nicht ganz so stark. Ich kann euch dazu auch mal hier diese Übersichtsmap zeigen, wo man ja immer sieht, ja, was hat denn eigentlich gut performt und was nicht so gut. Und dann sieht man ja, also auch Technologie und Semiconductors das mal wieder, die haben natürlich ordentlich angezogen. Gewinner da, einer der großen Gewinner überhaupt im S&P Intel, plus 11%. Also das war mit Sicherheit alles ganz gut, aber schaut mal hier zum Beispiel ein Google, ja, die haben gar nicht so gut performt, minus 1,62%. Und wenn wir mal in Big Tech reingehen, also plus 2,7, plus 3%, das ist alles fein, aber sind natürlich nicht so die Raten, die wir dann gewohnt sind. Da kann man jetzt Tesla als auch einer der Schwergewichte schon eher nehmen, plus 9% fast. Das ist natürlich was, ja, das kennen wir von Tesla, die schießen dann auch mal nach oben, wenn es gut läuft. Ja, was hat denn nicht so gut performt sonst noch? Da sehen wir hier Healthcare. Ja, die haben den ganzen Sektor eher etwas underperformt diese Woche. Und ansonsten hast du immer nur mal Ausreißer. Hier zum Beispiel Kapitalmarkt endlich auch mal wieder durchgehend grün, bis auf Charles Schwab. Da hatten Analysten gesagt, ah, gefällt uns im Moment nicht ganz so gut. Es gibt zwar jetzt nichts, wo wir ernsthaft warnen. Also Schwab scheint nicht in Gefahr zu sein, bankrott zu gehen oder irgendetwas. Aber wir sind mit der Bank nicht ganz so zufrieden und wir stufen sie in unserem Rating mal runter. Und jetzt steht Charles Schwab bei, wer war es denn? Es war nicht JP Morgan, es war Morgan Stanley war es, Morgan Stanley. Ja, die stehen jetzt nicht mehr bei uns auf bei, sondern die stehen jetzt nur noch auf neutral, auf halten. Und ja, das hatte Charles Schwab dann auch ordentlich erstmal abwerten lassen. Und entsprechend die als einziger, den ich hier jetzt erkennen kann. Ne, hier ist noch einer, ich weiß gar nicht, wer es war. Im Bankensektor auf jeden Fall rot. Wir könnten übrigens da auch mal in die Tops und Flops des S&P reingucken, weil ja, bei den Flops gab es gar nicht so unglaublich viele. Ich glaube, es waren nur 10, 12 Aktien im S&P, die die Woche in rot abgeschnitten haben. Also alles in allem super Zahlen in dieser Woche. Alles gut. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal den Fear and Greed Index angucke, steht jetzt auf neutral. Ihr erinnert euch, wir waren noch gar nicht allzu langer Zeit, waren wir bei extremer Angst oder bei Angst. Wir waren irgendwo hier so bei 24, 25. Ja, da sind wir jetzt ordentlich nach oben gelaufen. Ja, hier ist es auch. Eine Woche zuvor 37. Da waren wir hier im 4-Bereich. Jetzt sind wir schon auf 49. Übrigens, einen Monat vorher waren wir hier. Ja, ist auch, finde ich, ganz interessant. Aber wie gesagt, neutral. Und neutral würde ich tatsächlich auch eigentlich die Marktstimmung gerade betrachten. Denn ja, wir haben, ich mache es mal hier im Wochenverlauf, dann sieht man es noch ein bisschen schöner. Ja, jetzt ist jede Kerze eine Woche. Wir haben hier einen ordentlich fetten Zuwachs, definitiv, aber wir konnten zum Beispiel im S&P jetzt unsere Hochs hier noch nicht wegnehmen. Da steht ja immer noch bei 4.200 aus dem Januar. Das war das eigentliche Hoch. Was wir sehen können, ist, dass zwar langsam, aber sicher ein bisschen Liquidität in den Markt zurückläuft, dass die allermeisten aber immer noch am Rand stehen. Und es gab nicht so unglaublich viele News die Woche, auch wenn das so ein bisschen so gewirkt hat. Aber es war vergleichsweise ruhig an der Börse. Und no news are good news auf jeden Fall.
Das heißt, nach den ganzen Turbulenzen der letzten Woche hat man dem Markt jetzt auch mal ein bisschen Zeit gegeben, durchzuatmen. Ja, und dann kommen viele oder einige Käufer wieder zurück, die langsam anfangen zu kaufen. Und wenn aber ganz viele an der Seitenlinie stehen, dann reicht es ja, wenn einige Käufer dazukommen, damit die Kurse dann schon deutlich steigen. Das ist einfach so. Ja, aber noch sehen wir nicht die breite Masse. Es wartet immer noch ganz viel Kapital darauf, investiert zu werden. Und wir haben jetzt Anfang April. Und jetzt kann es natürlich sein, dass die ganzen Leute mit ihren Aktiensparplänen und Fondssparplänen anfangen zu sagen, okay, jetzt haben wir wieder Kapital. Ja, wir haben zum Beispiel monatlich oder quartalsweise investieren wir immer wieder und dass dann frische Liquidität wieder in den Markt kommt und dass die Kurse dann wirklich nochmal kurzfristig nach oben boomen. Oder es kann aber auch sein, dass die nächste schlechte Nachricht kommt und wir dann relativ schnell wieder nach unten sinken, weil im Moment ist dieses ganze Konstrukt noch sehr vorsichtig zu bewerten. Ja, also es gibt einfach immer noch zu viele Analysten, die dem Braten nicht trauen. Ich habe gerade schon gesagt, Rezession ist so eine Sache. Und ja, das ist natürlich dann eine recht schwieriges Ei, das wir da noch vor uns haben. Wenn ich mal in den Tageschart gehe, dann sehen wir hier auch, ja, wir haben, ich versuche es mal einzuzeichnen, hier eine sehr schöne Schulterformation, in der wir jetzt gerade anlaufen. Was wir jetzt bräuchten, damit dieser Aufwärtstrend, der ja im September gestartet ist, dass der nach unten bricht, wäre eigentlich der Bruch hier dieser Nackenlinie. Da, also ein bisschen tiefer, das ist eigentlich hier bei dem Beginn des Rechtecks, das du hier siehst. Wenn das nach unten brechen sollte, dann hätten wir eine perfekt ausgebildete Schulterkopf-Schulterformation. Aber im Moment sieht es noch nicht danach aus. Und wenn ich so ein bisschen weiter nach oben scrolle, dann kann ich genauso eine Schulterkopf-Schulterformation hier sehen. Ne? Also ihr seht eine Inverse. Hier ist eine Schulter. Moment, zeichne es wieder ein. Also hier ist eine Schulter. Und hier wäre eine Schulter und da wäre der Kopf. Das ist das Inverse. Und die Nackenlinie, die wäre dann eigentlich hier. Und ihr seht, wir haben schon einmal versucht, diese Nackenlinie zu brechen. Damals war es noch keine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, haben das nicht geschafft. Also wenn wir hier nach oben über die 4200 ausbrechen würden, dann könnte es natürlich ordentlich schnell gehen. Und dann fragst du ja, was ist denn das für eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation? Die steht doch immer am Ende eines Trends. Ja, schaut mal hier. Das war der Abwärtstrend, den wir im Dezember begonnen haben. Ja, Dezember wohlgemerkt vorletzten Jahres, also 21. Da ging es doch ein Jahr nach unten oder fast ein Jahr. Und dann kam so langsam diese Erholung. Von dieser Erholung, das ist alles noch so ein bisschen krüsselig, aber wir haben jetzt die Chance, theoretisch in einen neuen Bullenmarkt zu kommen. Und dann habe ich diese Woche schon jemanden gehört, der hat gesagt, im Nasdaq sind wir schon in einem Bullenmarkt. Gucken wir uns das Ganze mal an. Wir sehen hier zum Beispiel eine Abwärtslinie. Das ist unser Trendkanal, den wir im Januar, Dezember, 21. Januar 22 aufgebaut haben. Und den Trendkanal haben wir auf jeden Fall nach oben verlassen. Und ja, jetzt kann man sagen, mit dem oberen Bruch hier, der 12.900er Marke, haben wir einen neuen Aufwärtstrend geschaffen. Das sehe ich aber tatsächlich nicht so, sondern eigentlich zählen ja zwei Dinge dazu. Erstens, es muss immer weiter tiefere Tiefs geben und immer weiter tiefere Hochs geben in einem Bärenmarkt. Das Hoch ist hier das letzte. Noch sind wir darunter. Also noch wäre hier per Definition ist durchaus möglich, dass wir weiter nach unten gehen und der Bärenmarkt weiter abwärts geht. Das Tief, das wäre das hier. So, und das gilt es zu schlagen. Und dann kann man sagen, ja, haben wir hier angelaufen, hat nicht funktioniert. Ja, das stimmt, aber wir haben auch hier nach oben das Hoch noch nicht geschlagen. Das heißt, noch sind wir meiner Meinung nach per Definition in einem Bärenmarkt. Und natürlich ist das jetzt alles Haarspalterei, denn wenn wir hier diesen Bruch erlebt haben und weiter nach oben laufen, dann sieht das auf jeden Fall bullisch aus. Und man kann ja auch durchaus sagen, dass wir seit September in einem neuen Aufwärtstrend sind. Auch das definitiv. Und diesen Trendkanal, den haben wir da auch wunderbar nach oben weiter fortgesetzt. Und es kann schon durchaus sein, dass wir da relativ schnell reingehen. Aber sollten wir in eine Rezession rutschen, dann ist das Ganze auch Geschichte. Und erinnert euch, vor, ich glaube, einem Monat oder 6 Wochen war es, da haben wir gesagt, ja, habe ich gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt noch einmal nach oben laufen. Ich habe auch hier dieses Hoch hier, habe ich mit angezählt. Beziehungsweise im S&P
Moment, da, im S&P habe ich dieses hoch genommen. Ich habe gesagt, hey, guck mal, da, das ist das Wichtige. Das könnten wir durchaus nochmal anlaufen, bevor es dann deutlich nach unten geht. Und ich bin jetzt eher optimistisch. Aber ja, ich kann mir gut vorstellen, dass wir das anlaufen und dass wir dann nochmal deutlich nach unten fallen. Ich traue dem Braten im Moment auf jeden Fall noch nicht. Trotzdem habe ich zarte Positionen aufgebaut, weil man möchte natürlich auch nicht unbedingt eine beginnende Aufwärtsrallye verpassen. Die Positionen habe ich übrigens schon auch vor 2 Wochen fast aufgebaut und habe in die Schwäche hinein gekauft und ich werde ganz genauso in die Stärke hinein ein bisschen verkaufen und einige Short-Positionen aufbauen. Damit habe ich übrigens auch schon in dieser Woche begonnen, ja, weil das Schöne ist, das sage ich auch immer wieder, wenn ich falsch liege, dann kann ich hier relativ schnell an diesem Punkt, ich sage mal bei 4220 oder so, kann ich dann schließen und muss jetzt nicht damit rechnen, dass ich lange Strecken in dem Minus erst mitmachen muss. Gut, wunderbar, das war's soweit. Schauen wir uns noch die anderen Werte so an. Wir hatten noch Öl, die auch in dieser Woche, ich gehe mal wieder in die Wochenansicht, dann sieht man es immer ein bisschen schöner. Öl, die deutlich performt haben, plus 9%. Öl ist also nach dem Tief, das in der letzten Woche hier gesehen hat, bei $64 weiter nach oben wieder gestiegen und ist jetzt meiner Meinung nach an einer wieder an dieser Zone, die wir ja schon öfter gesehen haben, zwischen $82 und $72, wo wir immer wieder hin und her gebaut sind für einige Monate und da sind wir jetzt wieder mittendrin. Sehr schön. Gold hat weiterhin diese Konsolidierung. Ihr seht es im Tageschart noch ein bisschen besser, wo wir eine bullische Dreiecksformation sehen. Ja, nach der starken Fahnenstange, nach dem starken Anstieg jetzt hier in dem Dreieck ist fast ein perfektes Dreieck, so wie sich Gold jetzt verhält. Und jetzt muss man einfach darauf warten, dass Gold eventuell mit Volumen aus diesem Dreieck nach oben ausbricht. Dann kann ich mir sehr gut vorstellen, Verzeihung, dass wir dann auch noch weiter nach oben. Oh, Verzeihung, das war natürlich Quatsch. Was habe ich denn jetzt gemacht? Nein, das war auch falsch. Ah, ich sag's ja, die Technik. Dass Gold sich dann weiter nach oben geht. Ihr wisst, dass ich auch seit einiger Zeit schon Kupfer weiter auf dem Schirm habe. Kupfer hat zeigt weiterhin meiner Meinung nach bullische Tendenzen. Ihr seht hier, wir sind einmal auf die $4 gefallen, sind aber sofort wieder aufgekauft worden und warten jetzt auf den Bruch der $4.14. damit es dann weitergeht. Auch die Kryptowährungen haben sich in dieser Woche eigentlich ganz okay verhalten. Wir hatten mehrere Ausbruchsversuche von Bitcoin über die $29.000 Marke. Das haben wir nicht geschafft, haben aber am Ende des Tages immerhin 1,6% in dieser Woche nach oben gemacht und stehen jetzt bei $28.000. Wenn ich etwas kleiner scrolle, dann seht ihr, ja, ist ja auch kein Wunder, weil das ist hier ein ganz hakliger Bereich, in dem wir noch aus dem Jahr 2020 sehen und 2021, ja, und das ist ganz normal, dass wir hier in diesem Bereich uns auch ein bisschen schwer tun und eigentlich ist es perfekt, ich würde mir einen Rücksetzer nochmal wünschen, so auf 24.000, das wäre für mich durchaus nochmal ein Einstiegssignal und dann erwarte ich, dass Bitcoin weiter nach oben steigt. Der Ether ganz genauso, auch da kann ich mir gut vorstellen, dass wir nochmal ein bisschen nach unten gehen. Da haben wir übrigens den Abwärtstrend vom Trendlinie her auch verlassen, aber noch bei weitem nicht so stark, wie es bei Bitcoin der Fall wäre. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir hier jetzt nochmal einen Push kriegen, dass wir in Ethereum deutlich stärker steigen. Ja, und dann gucken wir uns nochmal den US-Dollar an und wir sehen, ich mache mal das Rechteck aus der letzten Analyse weg, und wir sehen, ja, wir haben schon wieder versucht, hier auf die 101 zu fallen, beziehungsweise die 102 nach unten zu brechen. Haben wir das nicht ganz geschafft, aber immer noch, dass wir hier nach unten 0,5% in dieser Woche runtergefallen sind. Und ich kann mir auch da vorstellen, dass wir noch ein bisschen nach oben gehen, vielleicht nochmal die 100, 103 oder vielleicht sogar die 104 sehen. Und wenn wir dann natürlich die 101 nach unten in dem Index knacken, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es nochmal deutlich nach unten geht. Also dann wäre 99, 98, 97 durchaus drin. Ja, das wären natürlich dann nochmal so Werte, wo ich sage, hui, das würde einigen ganz gut tun, denn wenn der Dollar schwach ist, dann kommen natürlich auch viele ausländische Investoren, die dann sehr gerne investieren. Also, es ist natürlich klar, wenn ich in Euro investiert bin,
und der Dollar ist stark und ich muss Öl dann zu einem schlechten Umtauschpreis kaufen, dann wird der Ölpreis eher fallen, weil nicht so viele Leute bereit sind, vielleicht Öl zu kaufen oder Aktien zu kaufen. Wenn aber mein Euro gegenüber dem Dollar sehr stark aufwertet, dann ist mir egal, wenn der Ölpreis in Dollar berechnet etwas höher ist. China hat derweil einen ganz smarten Move gemacht, ihr habt es vielleicht auch mitbekommen, und hat gesagt, ach, wisst ihr was, Öl im Dollar ist uns total egal. Wir machen einen Deal mit Saudi-Arabien und zahlen einfach Öl ab jetzt in chinesischen Yuan. Das heißt, wir haben jetzt plötzlich eine neue Weltwährung. Denn wenn Rohstoffe plötzlich mit Yuan gekauft werden, dann ist das eine extreme Aufwertung für eine Währung. Muss man ganz klar so sagen. Damit hat China einen fetten Step nach vorne gemacht im Kampf um ja, die Weltherrschaft. Ihr kennt ja das Video, das ich gemacht habe. Gut, das war's eigentlich soweit in aller Kürze. Dann schauen wir uns nochmal an, wie es denn weitergeht. Das sind die Termine in der nächsten Woche. Übrigens, wenn du den Freitag hier nicht siehst, ich habe den einfach mal rausgelassen, weil Freitag ist Karfreitag und das ist nicht nur ein Feiertag in den in Deutschland, sondern auch in den USA. Da wird an der Börse einfach nichts gemacht. Ja, und du siehst auch, noch ein Feiertag hat China, ja, und zwar Montag, Dienstag und Mittwoch, da wird in China nichts gehandelt und übrigens dafür hat sich der Hang Seng Index, das kann ich dir auch nochmal zeigen, habe ich den vielleicht sogar, ich glaube, den habe ich sogar hier, ja, habe ich ihn, ja, dafür hat er ziemlich gut performt, muss ich sagen, in dieser Woche, ja, du siehst es hier, 2% und wenn ich mir das im Tageschart angucke, dann haben wir sogar am Freitag sind wir im Plus beendet. Und das, obwohl chinesische Investoren eine ganz, ganz, ganz lange Woche vor sich haben, wo sie nicht reagieren können. Denn was passiert, wenn jetzt übers Wochenende News kommen, da muss man eventuell am Montag, Dienstag, Mittwoch auf gefasst sein, dass immer schlechte Nachrichten zu meinem Unternehmen, zu den Unternehmen, zur chinesischen Wirtschaft plötzlich veröffentlicht werden und die Preise immer weiter in den Keller fallen. Und ich kann aber nichts tun, weil ich meine Aktien nicht loswerde. Und dafür haben wir echt stark geschlossen, finde ich. Gut, ansonsten haben wir in den USA Beschäftigungsveränderung im März, Einkaufsmanagerindex, Dienstleistungsgewerbe. Meiner Meinung nach alles, ja, natürlich kann da wieder was sein, gerade der Einkaufsmanagerindex, wenn der irgendwie schlecht läuft, aber ja, nichts, also nichts Ernsthaftes, wo ich sage, da können wir jetzt einen Sturm von erwarten, denn eigentlich stehen die Zahlen so weit. Wir wissen schon alles vom März, das ist alles eigentlich schon kalter Kaffee. Ich rechne also damit, dass zumindest von dieser Front, von den Wirtschaftsdaten, nichts Großartiges mehr auf uns zukommen wird. Und wenn wir jetzt nicht von der Bankenwelt oder aus der Politik irgendwelche schlechten Nachrichten kommen, ja, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir in der kommenden Woche auch erstmal noch eine weitere Fortsetzung dieser begonnenen steigenden Kurse sehen können. Toi, toi, toi. Ja, meine Meinung habe ich dir schon gesagt. Das also in aller Kürze. Ich habe es wirklich versucht, heute möglichst schnell zu machen. Ich wünsche dir bis dahin erstmal ein sensationelles Wochenende und sage bis bald.